Es ist mal wieder soweit. Weihnachten steht vor der Tür. Und was gibt es Schöneres an Weihnachten als, richtig, die Geschenke? Heute zeige ich euch ein paar Geschenkideen, die ihr machen könnt, wenn der Beschenkte ein Faible für Fotografie oder fürs Filmemachen hat, beziehungsweise einfach YouTube-Videos dreht oder einfach so irgendwas mit Kameras zu tun hat. Also lasst uns einfach direkt ohne weitere Umschweife starten. Geschenke bis 25 Euro. Die 3-in-1 Graukarte für knappe 8 Euro. Die ist dafür gut, um den Weißabgleich perfekt einzustellen bei Kameraaufnahmen und kann halt bei der Fotografie oder auch bei dem Filmemachen und YouTube-Videos erstellen sehr hilfreich sein. Ein Film für eine Sofortbildkamera oder für eine andere Filmkamera. Dabei solltet ihr natürlich darauf achten, dass der Film auch auf jeden Fall kompatibel ist mit der Kamera, die denn die beschenkte Person schon hat. Oder ihr beschenkt gleich die Kamera hinzu, aber dazu kommen wir auch noch später. Das Ganze würde dann so ungefähr 10 bis 20 Euro kosten. Manche Filme wie CineStill, T800 können auch schon mal ein bisschen teurer werden. Eine Kameragurthalterung. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, okay, Kameragurthalterung, was soll denn das sein? Aber die von Peak Design für knapp unter 25 Euro ist tatsächlich ziemlich geil. Da kann man halt diese beiden Nüpsels einfach an die Kamera ranmachen und dann kann man das andere Ende an seinen schon vorhandenen Gurt ranmachen und hat halt ein sehr leichtes System, womit man halt einfach die Kamera an den Gurt anschließen kann und wieder sehr leicht entfernen kann und vor allen Dingen auch schnell wechseln kann. Jeder, der viel mit Kameras hantiert und der auch auf Reisen mit Kameras ist, der wird euch dafür dankbar sein, dass ihr so ein ausgeklügeltes System verschenkt habt. Die nächste Geschenkidee ist auch etwas sehr, sehr Nützliches, woran man am Anfang vielleicht nicht unbedingt denken würde und was vielleicht auch noch den ein oder anderen Fotografen fehlt, und zwar ein Sensorreinigungs- oder Objektivreinigungsset. Das Ganze kann halt so ab 20 Euro kosten bis 30, aber ich habe es trotzdem mal in die Kategorie genommen, weil ja, ihr könnt euch halt dann selber entscheiden, ob ihr jetzt ein Objektivreinigungsset kaufen wollt oder ein Sensorreinigungsset. Und die letzte Geschenkidee für unter 25 Euro ist ein Manfrotto Tischstativ für 15 Euro. Das ist vor allen Dingen auch praktisch für YouTuber oder ja, so Filmemacher, die halt auch die Kamera gerne an ausgewählten Positionen hinstellen wollen oder wirklich halt direkt vor sich auf dem Tisch oder so. Und dann braucht man nicht so ein großes Stativ, sich da hinzustellen. Ist super praktisch. Bis 50 Euro. Wenn die beschenkte Person gerne Videos produziert, so ähnlich wie ich das hier mache, einfach mit der Kamera und dann direkt das Mikro oben drauf, dann wäre vielleicht das Rode Video Micro eine gute Option als Mikrofon. Das kostet ungefähr 41 Euro, also sehr erschwinglich definitiv und sehr kompakt, sehr gut zum Beispiel für Reisen oder Vlogs einsetzbar oder auch einfach nur für YouTube-Videos von zu Hause. Sehr unkompliziert und halt kompaktes Mikrofon, was aber auch einen ziemlich guten Ton hat. Als nächstes habe ich auf meiner Liste eine Farbreferenz und Graukarte. Damit könnte man tatsächlich exakt einstellen, wie die Kamera Farben wahrnimmt, weil das sind so geeichte oder genormte Farbpaletten, die deswegen auch relativ teuer sind und dann noch eine Graukarte hinzu, womit man dann den Weißabgleich einstellen kann. Das Ganze würde ungefähr 49,99 Euro kosten, also exakt noch in diesem Preisrahmen. Tatsächlich sind alle Gegenstände, die ich hier heute nenne, auch in der Videobeschreibung verlinkt, sodass ihr direkt nachschauen könnt und ja, falls euch etwas interessiert, dann auch direkt zuschlagen könnt. Bis 100 Euro. In diesem Preissegment kann man schon einiges mit dem Geld anfangen. Unter anderem könnte man sich eine Sofortbildkamera holen und zwar würde ich euch dort für Reisen oder Partyaufnahmen die Instax Mini 11 empfehlen. Die kostet momentan 65 Euro, also ist perfekt auch noch in diesem Preissegment. Eine Geschenkidee, die sicherlich einige gar nicht auf den Schirm haben werden, ist ein ProMist-Filter. Dabei ist natürlich zu beachten, da ihr das halt vorne auf das Objektiv schrauben wollt, dass der Durchmesser von dem Objektiv dann auch genau passend ist zu diesem ProMist-Filter, den ihr holt. Ein ProMist-Filter ist vor allen Dingen interessant für Leute, die Videos machen oder auch so ein bisschen professioneller Filme drehen oder sowas. Nimmt die Schärfe aus dem digitalen Bild heraus und macht halt wirklich alles so ein bisschen schöner einfach. Ist schwierig zu beschreiben, es ist alles so ein bisschen gloomy, ne? Also die Lichter scheinen ein bisschen stärker und sowas. Ist einfach ein sehr schöner Look, wie ich finde. Und den bezahlt man auch tatsächlich. Ich würde so ungefähr 75 Euro dafür veranschlagen. Es gibt welche, die sind billiger, es gibt welche, die sind teurer. Sehr viel teurer. Aber ich würde so ungefähr 75 Euro dafür ausgeben und mich tatsächlich auch extrem über so ein Geschenk freuen. Die nächste Geschenkidee auf meiner Liste ist ein Polaroid
Taschendrucker. Das ist total verrückt. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, bevor ich hier recherchiert habe. Aber tatsächlich, und damit kann man halt einfach von seinem Smartphone aus, ich denke mal per Bluetooth, Bilder rübersenden, Fotos rübersenden und die werden dann instant gedruckt in einem Druckverfahren, was gar keine Tinte benötigt. Das ist, glaube ich, so Zinkdruck oder sowas in der Art. Sehr interessant. Würde ich mich auch riesig drüber freuen, weil ja, es ist einfach cool, so ein bisschen was Physisches zu haben, seine Fotos physisch auszudrucken und sowas. Und jeder Fotograf, jeder Hobbyfotograf würde sich darüber bestimmt auch freuen. Ich habe mir jetzt hier den rausgesucht für 80 Euro. Jetzt sind wir bei bis zu 500 Euro. Mit 500 Euro kann man natürlich auch schon Kameras kaufen, so kleine, interessante Kameras für Fotos, so Einsteigermodelle eben. Aber ich habe mir jetzt ein Geschenk rausgesucht, was vielleicht besonders interessant ist, auch für die Video-Creator, auch eben für YouTube-Video-Menschen sehr interessant, so für Vlogger, auf Reisen und so weiter. Und zwar die DJI Osmo Pocket 2. Die kostet momentan 360 Euro ungefähr. Ja, ist eine 4K-Kamera mit Gimbal für eure Hosentasche. Also wenn damit nicht schon fast alles gesagt ist. Ich würde mich auch riesig über so ein Geschenk freuen. Jeder, der irgendwas übrig hat für Videos oder auch einfach nur seine Reisen sehr schön dokumentieren möchte, der wird sich über so ein Geschenk riesig freuen. Und es ist natürlich auch schon etwas teurer. Also vielleicht kauft ihr euch das auch einfach für euch selbst. Genau, und jetzt kommen wir halt zum nächsten Preissegment. Alles über 500 Euro oder auch, wie ich es nenne, das verschenkt ihr dann sowieso nicht mehr. Jetzt kommen wir halt praktisch zu den Dingen, wo ich mich selber zusammenreißen muss, nicht zu sabbern. Also, los geht's. Den Start macht gleich die DJI Mavic Air 2. Eine wahnsinnig gute, kompakte Drohne mit 4K-Kamera, Hyperlapse-Funktion. Man kann über 10 Kilometer weit fliegen, eine unglaubliche Akkulaufzeit und etliche weitere Features. Ist einfach eine wahnsinnig geile kleine Drohne, die definitiv auch in den Semi-Pro-Bereich fällt und mit 719 Euro auch ordentlich zu Buche schlägt. Ich bin ehrlich, alles über 500 Euro ist mehr so eine Spaßkategorie. Da gibt es zum Beispiel noch die Inspire 2, die Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K von mir aus. Mega geil. Es gibt halt unendlich viel, was man da noch holen könnte. So, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Liste etwas weiterhelfen oder euch auf eine Idee bringen, was ihr halt noch verschenken könntet für eure Foto- oder Video-interessierte Lieblingsperson. Ansonsten sieht man sich vielleicht beim nächsten Video wieder. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest und sehr viel Spaß mit den Geschenken, die ihr euch gegenseitig bereitet. Also, bis dahin. Ciao.